Locker Lehrer. Lasse Kollegen, denn auf die Vielfalt kommt es an. Locker Lehrer. Der positive Lehrer-Podcast. Hier bekommst du Tipps und Tricks für deinen Unterricht. Nützliches aus dem Nähkästchen. Das, was dein Lehrerleben leichter macht. Ein Podcast für lockere Lehrer. Und solche, die es werden wollen. Von und mit Lydia Klahe. Hallo Moin und herzlich willkommen zum Locker-Lehrer-Podcast. Hier ist nun endlich die letzte Folge über deinen Umgang mit den lieben und den nicht so lieben Kollegen an deiner Schule. Geh deinem Lehrerberuf doch fröhlich und ungebremst nach, selbst wenn der Rest des Kollegiums oder gar die Schulleitung so völlig anders tickt als du. In der letzten Folge habe ich dir 5 Lehrertypen vorgestellt und dich zu mehr Empathie bewegen wollen, damit du dich weniger über ihre Andersartigkeit ärgern musst. Ich habe dir geraten, jeden, der dich besonders aufregt, als deinen persönlichen Lehrer zu sehen, an dem du wachsen kannst und von dem du dir womöglich wirkungsvolle Wirkungsweisen abgucken kannst, auf die du allein im Leben nicht kämst. Selbst wenn du von jemandem einfach nur lernst, dich besser von solchen Leuten abzugrenzen, es kann nur bereichern. Heute möchte ich dir anhand eines anderen Bildes beweisen, dass A, diese Vielfalt im Kollegium gesund und notwendig für das Funktionieren von Schule ist und dass du B, gar nicht erst versuchen solltest, die Fähigkeiten deiner Kollegen zu beurteilen, weil du nämlich eigentlich nichts von ihnen weißt. Was machst du im Idealfall, wenn du ein schwieriges Kollegium um dich hast? Wechsel die Schule. Nein, ist natürlich Quatsch. Es muss wirklich nicht sein. Es kann gut tun, die Schule zu wechseln. Aber jeder Schulwechsel, kann ich dir sagen, wird dich immer wieder vor neue Herausforderungen stellen, an denen du zwangsläufig wachsen wirst. Leichter muss es für dich dadurch nicht unbedingt werden, wenn du dir einen anderen Spielplatz suchst. Viel wichtiger als die Biege zu machen, wenn du deine Umgebung als schwierig empfindest, ist, besinn dich immer wieder auf dich und deine Stärken. Was dir an deinem Kollegium so fehlt, bring du es rein. Inspiration, wie du Schwung ins Kollegium bringen kannst, gab es ja bereits in der vorletzten Podcast-Folge. Klasse Kollegium. Doch tu das alles jetzt nicht, weil du willst, dass die anderen dann gefälligst das auch so machen sollen, sondern einzig und allein, weil du daran Spaß hast, so zu sein und es dir deinen Tag versüßt. Je sicherer du dir in dem bist, wer du als Lehrer sein willst, welchen positiven Unterschied du für deine Schüler in ihrem Leben machen möchtest und was dein ganz persönliches Locker-Lehrer-Profil sein soll, desto gelassener kannst du mit eventuellen Naserümpfern um dich herum umgehen. Wenn du diese Sicherheit gewonnen hast, kann es sein, dass du tatsächlich irgendwann merkst, dass dein Lehrerleiden für dich nach wie vor überwiegt und du an einer anderen Schule eventuell doch mehr bewirken könntest. Doch vielleicht ändert sich durch dein Anderssein, durch dein Andersdenken, ein neues Mindset, auch etwas an deiner Umgebung, von dem du erstmal gar nicht so schnell was mitkriegst. Dafür musst du aber beginnen, dich erstmal gemütlich einzurichten und deine Haltung zu allem Ungemach an deiner Schule zu verändern. Denn dann lässt es sich für dich entschieden lockerer Lehrer sein. Achtung, Nähkästchengeplauder. Wenn es dein Ideal ist, dass du nur noch von aus deiner Sicht brillant arbeitenden und genialen Kollegen umgeben bist, dann kann das für dich und deinen Schulalltag auch total nach hinten losgehen. Ich weiß, das klingt jetzt total paradox, doch erstens kannst du, aus Gründen, die ich dir später noch erklären werde, sowieso nicht so genau sagen, was für deine Schüler brillant und genial ist und auf die sollte es ja eigentlich ankommen. Und zweitens ist es auch nicht immer einfach, wenn die Messlatte in deinem Kollegium so hoch hängt. Ich gestehe das jetzt einfach mal. Ich habe ja an recht unterschiedlichen Schulen unterrichtet. Und an einer, das kann ich auch mit Abstand immer noch sagen, passierte damals wirklich an allen Ecken und Kanten so viel Wunderbares. Es war schon wirklich was Besonderes. Das hat mich alles sehr inspiriert und das hat mich vieles gelehrt und auch ganz selbstverständlich umsetzen lassen, was an anderen Schulen vielleicht gar nicht üblich gewesen wäre. Aber ich muss im Nachhinein auch gestehen, dass ich noch nie und auch nie wieder so unsicher gewesen bin, da mich genau das als junge Lehrerin auch oft ganz schön eingeschüchtert hat.
Denn es hat schon irgendwie Druck erzeugt, zu sehen, wie gut das Projekt in der Nachbarklasse läuft. Und dass ich eine ausgesprochen anspruchsvolle Schülerschaft zu bedienen hatte, da die nun mal bei den meisten meiner Kollegen wirklich spannenden Unterricht erlebten. Und als Anfängerin hatte ich oft den Eindruck, da überhaupt nicht mithalten zu können. Wie gesagt, das alles inspiriert einen ja und das lässt einen hineinwachsen in kompetentes Lehrerdasein. Wunderbar, wenn das der Standard ist. Doch sollte es für dich jetzt so eine Umgebung gerade nicht geben und dich so sehr danach sehnen, dann möchte ich dich hiermit trösten. Selbst eine Schule, die nach außen total unscheinbar rüberkommt, kann am Ende des Tages wahnsinnig glückliche, zufriedene und gute Schüler hervorbringen. Das zumindest sollte doch Ziel deiner Arbeit an deiner Schule sein, oder? Und dafür braucht es gar nicht immer so viel Tamtam, sondern es braucht einen motivierten, ausgeglichenen Lehrer, der Lust drauf hat, eine gute Beziehung zu seinen Schülern zu haben, der mit ihnen feiert, mit ihnen Stolpersteine des Lebens gemeinsam nimmt. Und du allein hast die Verantwortung, du allein hast die Macht, das zu sein in deinem Unterricht, egal an was für einer Schule du gerade unterrichten musst. Es kann ja durchaus sein, dass das Gras woanders vielleicht grüner für dich erscheint, aber sich dein Lehreralltag vielleicht auf andere Art und Weise ganz schön fordern oder auch überfordern kann. Also egal, wo du dich gerade befindest, mach für dich und für deine Schüler das Beste daraus. Du weißt außerdem nicht, wie gut dein Kollege seinen Job macht, denn auch das ist nämlich eine Besonderheit am Lehrerdasein. Vom wichtigsten Anteil dieser Arbeit kriegt sowieso kaum jemand etwas mit. Klar, dass Kollege XY in Windeseile Abiturarbeiten korrigieren kann und in mündlichen Prüfungen total kompetent rüberkommt. Es macht so viel Spaß, mit ihm zu prüfen. In deinem Beisein wird kreatives Unterrichtsmaterial im Kopierraum erstellt oder auf Instagram gepostet oder in der Konferenz werden tolle Reden geschwungen. Das alles kriegst du mit. Das kannst du bewundern. Vielleicht ja auch mal lobend anerkennen. Mach das ruhig mal. Deine Kollegen brauchen dringend ein Lob. Wie aber der Unterricht tatsächlich abläuft, welchen Einfluss jemand auf seine Schüler tatsächlich ausübt, welche Dinge seine Kids wirklich von ihm und für ihr Leben lernen, davon erfährst du nichts. Schüler lernen auch nicht nur das, was im Lehrplan steht. Sie lernen darüber hinaus jeden Tag so viel für ihr Leben, Positives und Negatives, was kein noch so gutes Kompetenzraster oder Zensurensystem jemals wird messen oder irgendwo festhalten können. Woran willst du erkennen, wie gut die Arbeit deines Kollegen wirklich ist? Vielleicht schreiben ja die Schüler in der Parallelklasse viel bessere Noten in deinem Fach als in deiner eigenen Klasse und du sagst dir, Mist, der Kollege nebenan, der macht wahrscheinlich viel besseren Unterricht als ich, die lernen viel mehr bei dem. Aber Moment mal, liegt das denn wirklich an seinem Unterricht oder liegt das vielleicht an der gründlichen Vorarbeit seines Vorgängers? Liegt es an der Korrekturweise deines Kollegen oder daran, dass nach etlichen Pubertätsschüben in diesem Jahrgang momentan in dieser Klasse mal Ruhe eingekehrt ist und die Schüler insgesamt einfach besser mitarbeiten? Liegt es vielleicht daran, dass in dieser Klasse Schüler sitzen, die insgesamt viel mehr Interesse an dem Thema haben, das gerade auf dem Lehrplan stand? Oder. Es gibt so viele Gründe, warum es bei dem einen Kollegen gerade gut läuft und bei dem anderen vielleicht nicht so gut. Woran willst du erkennen, wie gut die Arbeit deines Kollegen ist? Versteh mich bitte nicht falsch, ich will um Gottes Willen nicht die Leistung deines Kollegen damit schmälern, wenn ich sowas sage. Lern bitte von dem, lern, schau dir Dinge ab, die auch für dich vielleicht funktionieren und deinen Unterricht verbessern könnten. Ich möchte dich einfach nur daran hindern, dich zu sehr an anderen zu messen und auch umgekehrt, die Arbeit anderer zu sehr an deinen Ergebnissen zu messen, sondern ich möchte, dass du einfach für dich und deine Klasse immer nur dein Bestes gibst. Amen. Hol dir doch Anregungen und Unterstützung von anderen, aber hör bitte auf, deine Ergebnisse mit ihren zu vergleichen. Ich weiß, das Schulsystem, wie wir es kennen, fordert so oft Vergleichbarkeit ein. Das kann man gut finden, muss man aber auch nicht. Ich denke immer, du hast es doch nun mal mit Menschen zu tun. Und es gibt so viele Faktoren, die dafür sorgen, was diese Menschen am Ende eines Schuljahres ausspucken können oder eben auch nicht. Ich bitte dich einfach nur, lass locker und lass dich davon nicht zu sehr einschüchtern. Es hängt unglaublich viel an der Lehrperson, klar.
Also gib einfach jeden Tag dein Bestes, mehr geht nun mal nicht. Selbst wenn Aufmerksamkeit und Anerkennung dafür vielleicht ausbleiben, weil das, was du gut machst, in deinem Klassenzimmer verbleibt und nicht irgendwo öffentlich gefeiert werden kann oder sich auch nicht unbedingt in Noten widerspiegelt oder in Zeugnissen oder in gutem Benehmen deiner Schüler. Schenk du dir doch einfach die Anerkennung, indem du dir zum Beispiel ein Erfolgstagebuch anlegst, indem du jeden Tag deine drei besten Schulmomente notierst. Klopf dir selbst auf die Schulter. Wenn du brillanten Unterricht machst und Glück hast, liefern deine Schüler vielleicht ein ganz authentisches Bild deiner Arbeit zu Hause am Abendbrotstisch ab und dann gibt's Pralinen am Elternsprechtag. Oh ja. Doch sowas ist überhaupt nicht selbstverständlich, leider. Gerade in Klassen, in denen man vielleicht besonders viel Extraarbeit zu leisten hatte, weil sich zum Beispiel die Eltern zu wenig kümmerten oder kümmern konnten. In solchen Klassen bleibt der Applaus am Ende des Schuljahres natürlich aus. Mit solchen Klassen ist es auch schwierig, großartige Projekte vorzuweisen. In Klassen, in denen ein Großteil der Schüler vielleicht echt faul oder gerade eben mit wichtigeren Dingen im Kopf beschäftigt ist als Schule, landet bei den Eltern auch gerne mal das Gerücht, ja, dass der Mathelehrer aber auch einfach nicht so gut erklären kann. Und die Eltern von heute glauben natürlich ihrem Kind und das will ich ihnen auch überhaupt nicht verübeln, im Gegenteil. Doch woran willst du erkennen, wie gut die Arbeit deines Mathe-Kollegen wirklich war? Andere Kollegen bekommen vielleicht wahnsinnig viel Anerkennung, weil sie zum Beispiel mit Schulprojekten von öffentlichem Interesse oder mit irgendwelchen Wettbewerben viel Aufmerksamkeit erregen. Wunderbar, freu dich, wenn es solche Kollegen an deiner Schule gibt und wenn die auch in Klassen eingesetzt sind, in denen ihre Projekte gut laufen können, gönn denen das bitte. An diesen Ergebnissen erkennt jedoch keiner, wie sensibel dabei wirklich auf den einzelnen Schüler eingegangen werden konnte. Und auch darauf kommt es an. Woran willst du erkennen, wie gut die Arbeit deines glorreichen Kollegen in diesem Fall war? An wem willst du dich also orientieren? An wem willst du deine Arbeitsleistung messen? Wen willst du be- oder gar verurteilen für das, was er in seinem Unterricht tut oder eben nicht tut? Du kannst dich nur an dir selbst messen, an deiner Zufriedenheit, an deiner Motivation und an der Art und Weise, wie deine Schüler auf dich reagieren. Lehrerdasein ist so vielfältig, jedes Schuljahr neu. Versuch mal, einfach weniger auf das zu achten, was deine Kollegen in der Nachbarklasse machen. Es sei denn, du kannst wirklich gut mit denen kooperieren oder gar mal hospitieren gegenseitig, sich was Sinnvolles abschauen, was auch zum eigenen Unterrichtsstil passen könnte. Und damit eben auch Schüler erreichen und wirklich Vergleichbarkeit herstellen, weil es eben passt. Mach das, kooperiere mit anderen und erfreue dich an guter Zusammenarbeit, wenn das irgendwie möglich ist. Wenn du ohnehin schon täglich dein Bestes gibst, auf deine Grenzen Acht gibst, die Stärken wie Schwächen deiner Schüler mit ihnen feiern und Stolpersteine des Lebens gemeinsam mit ihnen nehmen kannst, authentisch bleibst und dich an deinen Erfolgen erfreust, dann kannst du das nach außen sichtbare Ergebnis also getrost loslassen. Achtung, ich bin ja auch Religionslehrerin und ich fand ein schönes Bild für Schule in der Bibel. Neues Testament, der Apostel Paulus schreibt an eine offensichtlich recht vielfältig begabte Gemeinde in Korinth. Nehmt's mir nicht übel, ich reiß das jetzt einfach mal ganz brutal aus dem Zusammenhang, weil ich finde, dass es sehr schön deutlich macht, wie wichtig es ist, dass wir gekonnt kooperieren und dabei jeder dennoch sein Profil behält. Den Link dazu gibt's zum Nachlesen in den Shownotes. Los geht's. Ein Leib besteht aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Das Auge kann außerdem nicht zur Hand sagen, ich brauch dich nicht. Oder auch der Kopf zu den Füßen, ich brauch euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. So ähnlich steht es im Korintherbrief.
Mir gefällt dieses Bild eines gesund funktionierenden Körpers deswegen so gut, weil es für mich zeigt, dass jedes Mitglied des Kollegiums in seiner Besonderheit für die Schule gleich wichtig ist. Egal wie schön, geschickt oder auch unappetitlich dein Kollege vielleicht erscheinen mag. Wenn du jetzt also gerade meinetwegen Zeigefinger der rechten Hand bist, dann ist es wichtig, dass du dich mit den anderen vier Fingern über eure Zusammenarbeit gut verständigst, damit ihr ordentlich zusammen zupacken könnt. Die Augen dagegen, die kannst du wunderschön finden. Über ihre tatsächliche Sehkraft kannst du als Zeigefinger nichts sagen. Aber vielleicht wirst du ja mal die eine oder andere Träne wegwischen helfen. Es könnte ja auch sein, dass du die Nase der Schule bist, völlig anders als alle anderen, und wenn du dich alleine betrachtest, findest du dich kein bisschen besonders oder auch schön. Aber was würde diesem Body hier alles entgehen, wenn er keine Nase hätte? Alberne Lü, sorry. Noch alberner geht's aber übrigens bei Otto Walkes zu. Ich packe dir mal ein super lustiges Video über den menschlichen Körper von meinem ostfriesischen Kollegen in die Shownotes. Den Text will ich jetzt nicht hier auch noch beitreten. Bleiben wir lieber beim Apostel Paulus. Vielleicht stinkt dir ja als Nase so einiges an deinem Kollegium. Aus eigener Erfahrung kann ich allerdings auch sagen, irgendwas ist immer. Schüler brauchen zudem unbedingt unterschiedliche Lehrertypen, auf die sie sich einstellen können, an denen sie wachsen können, an denen sie sich auch mal reiben können oder mit denen sie sich so identifizieren, dass die zu ihren persönlichen Vorbildern werden. Und jeder Schüler hat vielleicht andere Vorlieben, was Vorbilder angeht. Das ist das Leben. Also wirst du niemals beurteilen können, wie wichtig die Stärken und auch die Schwächen deines Kollegen für eure Schüler tatsächlich sind. Eine Schule braucht ein fittes Großhirn und Kleinhirn, Menschen mit Weitsicht und die, die kraftvoll zubeißen und auch anpacken können. Schule braucht Leute, die den Mund aufmachen, und jede Schule braucht auch ein Gesäß. Vielleicht kannst du ja durch diese Podcast-Reihe ein bisschen mehr Empathie entwickeln für die Kollegen, an denen du dir gerade so die Zähne ausbeißt. Stell dir mal die Frage, was dein Ärger darüber eigentlich mit dir zu tun hat und auch, was du durch den Umgang mit solchen Menschen eigentlich über dich noch lernen kannst. Ich habe dir das ja schon groß und breit in der letzten Podcast-Folge erklärt. Und das reicht nun auch schon, um sie dann in ihrer Andersartigkeit einfach los und so sein zu lassen, wie die nun mal sind. Empathie. Ehrlich jetzt. Am besten ist es nämlich, du fokussierst dich auf deine Stärken, deine Schüler, deinen Unterricht jeden Tag, deine persönliche Weiterentwicklung, die du in Zusammenarbeit mit anderen Gliedern dieser Schule und mit dem Profitieren von deren Stärken voranbringen kannst. Und dann beobachtest du achtsam, was du jede Stunde tun kannst, um deine Schüler zu erreichen und ein lockerer Lehrer zu bleiben. Denn dort, in diesem Klassenzimmer, wartet der Löwenanteil deiner Lehrertätigkeit, die du täglich aktiv gestalten kannst. Und hör bitte auf, Energie da reinzustecken, andere dafür verantwortlich zu machen, ob dir das gelingt. Im Klassenzimmer bist du der Boss. Dort wartet dein wahres Publikum, die Menschen, denen deine Unterrichtsvorbereitung guttun wird. Es ist egal, ob der Typ aus der Nachbarklasse dieses grandiose Material von dir nun auch kopiert haben will, wenn du ihm davon erzählst, oder ob der völlig gleichgültig darauf reagiert. Es ist egal, ob im Lehrerzimmer über deine Klasse vielleicht geschimpft wird, obwohl du insgeheim ganz genau weißt, dass die Kollegen an ihren Schwierigkeiten mit der Klasse eigentlich selber schuld sind. Es ist egal, ob dir irgendjemand nach einer Konferenz anerkennend auf die Schulter klopft oder nicht, wenn du voll und ganz hinter dem stehst, was du dort verzapft hast, und wenn du weißt, dass es deinen Schülern gut tut, was du machst. Deine Kundschaft sind Schüler, deren Leben du tagtäglich prägen kannst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deine Kundschaft sind deren Eltern, die dir Dankbarkeit entgegenbringen, weil ihr Kind so gut mit dir klarkommt. Und auch eben die Eltern, die sich um nichts kümmern, die dich also in Ruhe deinen Job machen lassen und dir blind ihr Kind anvertrauen, ohne dass du vielleicht jemals persönlich mit ihnen zu tun bekommst. Sind diese Kunden mit deiner Arbeit zufrieden, dann blende alle anders gepolten Kollegen einfach aus und lass sie getrost ihr Ding beitragen zum Funktionieren eures Schulkörpers. Zusammenfassung.
Wenn du dich in deinem Kollegium nicht wohlfühlst, lass doch deine persönlichen Glücksmomente im Klassenzimmer und die Zufriedenheit deiner Schüler und Eltern für dich der Indikator für deine Zufriedenheit an deiner Schule werden. Wenn du magst, führe täglich darüber ein Erfolgstagebuch. Bewundere die Schönheit oder Geschicklichkeit der Arbeit anderer Mitglieder des Kollegienkörpers, aber vergleich dich nicht zu sehr mit ihnen, denn sie sind für einen anderen Job an der Schule gemacht und alle sind gleich wichtig. Gerade diese Vielfalt in eurem Lehrerzimmer ist für deine Schüler Gold wert, denn Schüler brauchen verschiedene Lehrertypen, an denen sie wachsen können. Lehrerpersönlichkeit lässt sich nicht verallgemeinern. Wichtig ist lediglich, dass du eine stabile Lehrerpersönlichkeit entwickelst und authentisch bleibst, egal welchen Job die anderen um dich herum machen. Du kannst von ihnen dafür lernen, doch allein an deiner Lehrerpersönlichkeit kannst du aktiv arbeiten und das solltest du auch beständig tun, ungeachtet des Umfelds, in dem du dich aufhältst. Wenn es um dich dunkel scheint, knippst du dein Licht an. Bring du rein, was dir im Kollegium fehlt. Wenn ihr nicht harmonisch kooperieren könnt, kannst du den anderen Mitgliedern natürlich die Schuld daran geben oder dem Hirn, welches die Kooperation nicht vernünftig steuert. Für deine tägliche Arbeit im Klassenzimmer hilft es dir jedoch eher, wenn du lernst, das Beste aus den Umständen zu machen und daran zu wachsen. Denn nicht immer ist das, was du dir als Traumkollegium so wünschen würdest, auch tatsächlich erleichternd für deine tägliche Arbeit. Das war's für heute. Wenn dir diese Folge heute gefallen hat, teile sie unter deinen lieben und auch nicht so lieben Kollegen. Wenn du Interesse daran hast, an deiner Locker-Lehrer-Persönlichkeit zu arbeiten, trag dich doch auf meiner Homepage lockerlehrer.de für mein erstes kostenloses E-Book in dieser Richtung ein. Es trägt den Titel Ran an die Rabauken, Locker-Lehrer-Persönlichkeit im Umgang mit Kids in Krisen, illustriert von Oliver Ahrens und ein Vorgeschmack auf weitere Programme, die dir helfen sollen, intuitiv deinen individuellen Weg durch den Schultagswahnsinn zu finden. Ich verspreche dir hier keine Wahrheiten, aber meine Unterstützung bei der Auffindung deiner. Connecte dich gern mit mir bei Instagram, Facebook oder auch die Locker-Lehrer-Facebook-Gruppe. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, Locker-Lehrer! Thank you.